Dirndl und Lederhosen sind wieder angesagt in Wiener Neustadt. Vergangenen Mittwoch wurde die dritte Frühlingswiesn mit dem Bierenstich feierlich eröffnet. Ja, herzlich willkommen auf der Wiener Neustädter Frühlingswiesn. Die Frühlingswiesn gibt es jetzt das dritte Jahr und wird jedes Jahr Gott sei Dank größer und schöner und neuer. Die Frühlingswiesn ist eigentlich die einzige wahre Wiesn, weil eine Wiesn gehört ins Frühjahr eigentlich hinein. Alles andere sind Oktoberfeste. Was gibt es auf der Frühlingswiesn? Es gibt klarerweise ein großes Festzelt, wo unsere Bands spielen, wie die Sumpfkröten heute, die ausverkauft sind, wie Steirer Brut, wie die Live Brothers vor, die Grandmas und so weiter und so fort. Also wir haben fast jeden Abend Live-Musik vor großem Publikum im Festzelt. Wir haben unsere wunderbare Holzhütte, unsere absolut Partyalm. Und es gibt natürlich unser wunderschönes Wiesendorf, wo wir viele, viele Wiesenwirte haben. Warum die Jedes Wiesner? Jahr, seit es gibt. Super Leihwand, super Stimmung und die Leute sind da tadellos und die Atmosphäre ist spitzenmäßig. Jeden Tag gibt es ein anderes Highlight. Von amerikanischen Retro-Cars über Oldtimer-Traktoren-Treffen bis hin zum karitativen Harley-Davidson-Treffen ist für jeden etwas dabei. Wir haben die Kinderwiesen, das ist eine betreute Kinderwiesen, unterstützt von McDonald's. Die ist am Feiertag und am Wochenende, jeweils Samstag, Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das ist eine betreute Kinderwiesen, da haben wir Kindergartenpädagogen, da sie spielen mit den Kindern, basteln. Rund 4000 Besucher kamen zur Eröffnung und feierten nicht nur im Wiesendorf, sondern auch abends im Festzelt bis in die Morgenstunden. Hey!